So Leute, willkommen zurück. Ich bin mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es ansatzweise funktioniert, dass dieses Video am gleichen Tag hochgeladen wird, wie das andere Video. Meine Herren, es laggt. Und es laggt nicht nur ein bisschen, es laggt grauenvoll. Ich habe momentan keinen Dunst, wie ich das einstellen soll. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die Minimap ausschalten. So, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr frei. Boah, ich muss nämlich noch im Hintergrund jetzt auf jeden Fall rendern, dass das alles funktioniert. Gut, ist nur die Frage, wie machen wir das jetzt hier? Denn die Viecher werden wohl nicht unbedingt runterfallen. Dann werde ich... Boah, leck. Dann werde ich das jetzt mal kurz anders lösen. Und zwar... über eine Druckplatte. Denn eine Druckplatte ist immer etwas Feines. Eine Druckplatte werden wir hier hinstellen. Und dann würden wir... vielleicht die Druckplatten auch da oben hinstellen. Denn das bringt's nicht wirklich. Oh, die Fackel. Holt die Fackel! Rettet die Fackel! Juhu! Okay, wir brauchen mehr Druckplatten. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das sollte vorerst reichen. Mal schauen, wie weit wir mit drei Druckplatten kommen. So, ich werde jetzt auch vorerst mal auf Peaceful stellen. Damit hier nicht so viel passiert, wenn wir hier rumdödeln. So. Okay, mit drei Stück kommen wir wohl vorerst nicht so weit. Zwei. Ach nö, wir können auf Glas keine Druckplatte setzen. Oh, was ein Schmodder. Was ein Schmodder. Das ist jetzt, nicht so toll. Und hinab. Und hinaus. Druckplatten. Machen wir nochmal ein paar. Lieber mehr als zu wenig. Okay, wir müssen was ersetzen. Und zwar ersetzen wir das Glas hier durch Cobblestone. So. Damit wir ganz gemütlich nun mit Lecks ohne Ende. Sorry, ich kann die Lecks momentan echt nicht abstellen. Tut mir leid, weil ansonsten wird das nichts mit den Folgen. Weil ich muss echt im Hintergrund rendern. So. Gut, so funktioniert das also. Dann brauchen wir noch das Teil hier. Und werden hier hinten sowie dort hinten. Sehr schön. Dann werden die nämlich hier vorgespült. Und wir können uns hier... Wow. Das sind nicht nur Lecks, das sind extreme Lecks. Boah, Leute, bis gleich. So, Leute, willkommen zurück. Ja, war schon eine lustige Angelegenheit. Vor allem den Kram jetzt einigermaßen so gebacken zu kriegen, dass das alles hoffentlich jetzt funktioniert. Ich meine, die Hoffnung stirbt zwar meist zuletzt, aber, naja. Ja, ja. So, und das Rendern hat sogar so lange gedauert, dass ich noch eine Kleinigkeit zwischendrin gegessen habe. Jetzt muss ich kurz gucken, ist auch wirklich auf friedlich hier. Denn... Na, die Fackel. So. Jetzt ist der Spawner nämlich wieder aktiv. Wir verduften mal kurz noch. Gut, nochmal kurz schauen, ob auch wirklich alles dicht ist. Dann müsste es theoretisch funktionieren.
Oh, ich habe ein Ding zu viel gebaut. Wow! Da kam gerade einer. So. Das Teil brauchen wir nicht. Das kann ruhig so funktionieren. So, dann nochmal hier runter. Hier müssen wir durch. Und dann hoffen wir mal, dass alles so dicht ist, wie es sein soll. Werden wir sehen. Und Monster an. Komm, erzähl mir nicht, dass es zu hell ist. Da brauchen die Kerle Platz zum Spawnen. Nummer 1. Ja, schau mal, einer guck. Ich weiß aber nicht, wie das abhängig gemacht wird. Der dreht sich dann mit der Zeit schneller. Und, ja, dann... So, er dreht sich immer schneller und ein Zombie spawnt. Ich weiß allerdings nicht, wonach das beurteilt wird. Womöglich ist es doch zu hell hier unten. Oder vielleicht oben zu hell. Dass wir hier eventuell ein bisschen dunkler machen müssen. Weil an sich müsste ja das Licht hier ausreichend sein. Jawohl, ja, da funktioniert's doch. Ja, es sieht schon besser aus. Also, sie spawnen ein bisschen öfter jetzt. Okay, ist nur die Frage, wie machen wir das hier unten? Ja, ja, komm mal her. Na komm, auf die Mütze. Sehr schön. Experience Points, Hallöchen! Okay, es ist zwar jetzt nicht unbedingt das, was man sich davon erwartet, dass man hier das ultra mega krasse Gerät baut. Aber es läuft doch. Wir kommen ein bisschen bei rum. Wir kriegen Experience. Na kommt her. Die plöppen hier gemütlich rein, so wie sie es sollen. Also ich finde, das ist in Ordnung. Sie können natürlich dann bei Gelegenheit auch noch nach oben hin erweitern. Das ist kein Thema. Dass wir dann praktisch... Na, Fall runter. Wo ist der Zombie? Ja, wo ist der Zombie? Ja, wo ist der Zombie? Kuckuck. Okay, vielleicht müsste man noch ein bisschen was mit dem Wasserfluss ändern. Dass das irgendwie funktioniert. Das könnte man bei Gelegenheit noch machen. Und dieses Geklicke nervt ein bisschen. Ja, okay. Das gebe ich gerne zu. Das nervt schon ein bisschen extrem. Gut, in der Zeit können wir hier nochmal ein bisschen abbauen. Übrigens läuft gerade der Upload im Hintergrund von der vorherigen Folge. Ja, es hat leider nicht ganz so geklappt wie gehofft. Deshalb aufnehmen und rendern gleichzeitig ist nichts für meinen PC. Da ist er nicht stark genug zu. Was man natürlich noch machen könnte, ist hier dicht. Und hier dicht. So, dann ist da oben noch eine ganze Ecke wieder dunkler. So, ihr freut euch da einen zurecht. Tschüss, Fackel. Ich habe dich zwar jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht aufgesammelt, aber schön, dich kennengelernt zu haben. Aber sieht das soweit schon mal ganz gut aus. Ach, da kann ich jetzt auch wieder die Minimap anmachen. Oh. Das Rendern hat natürlich jetzt auch so lange gedauert, dass ich nur mal zwischendrin was gefuttert habe. Oh, die Creeper, die haben sich lieb. Guck mal. Oh, wie schnuckelig. Ui, tschu, 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 tschu. Ups. So.
Theoretisch gesehen bräuchten wir dann auch so langsam neue Schwerter. Wenn das jetzt mit dem Experience Farm funktioniert. Ja, oder eben auch nicht. Na kommt, Leute. Hey. Ja, auf, runter mit euch. Ja, runter mit euch. Okay, den Wasserfluss muss ich auf jeden Fall noch ändern. Das funktioniert so nicht wirklich. Bauen wir jetzt einfach mal ein bisschen hier lang. Während die da ein zurechtgrölen. Das ist ja eigentlich an sich so egal. Hier noch die Schaufel angewendet. Ei, was sind Träumsche? Was könnte man sich hier unten eigentlich noch so alles bauen? Boah, ich hätte ja eigentlich eine Idee, was wir machen könnten. Aber dazu hätte ich gerne dann noch eure Zustimmung. Und zwar wollen wir uns einen Slime-Chunk raussuchen. Es gibt ja hier die Möglichkeit, wo war das denn? Nein, da war das nicht. Markers? Nein. Nein, da waren wir auch schon. Nein, Surface. Yo, Show Slime Chunk. Slime Chunk. Wir können uns hier die Slime. Upsala, wo kommt ihr denn her? Naja. Ich habe nichts dagegen. Kommt ihr nur her. Wir sind gerade out auf Schwert gegangen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ja, solange die Viecher hier unten nicht spawnen, ist das in Ordnung. Ich glaube, dazu ist es dann wirklich zu hell hier unten. Ah, die können, glaube ich, sowieso nur in dem Bereich des Spawners dann wirklich spawnen. Na komm, fall um, fall um. Dass wir uns praktisch mit diesem Schleimchunk-Anzeiger-Gedöns hier einen Slime-Chunk dann ausbuddeln. Ich hoffe nur, dass die wirklich nicht hier unten landen. Das wäre echt alles andere als toll. Naja, die haken sich jetzt so oben erstmal einen zurecht. Das ist nicht schlimm. Oh. Ich glaube, das Schlagen hat einiges an Ausdauer gekostet. Genau, da haben wir das Teil. Sehr schön, dann bauen wir uns gerade mal noch zwei Schwerter. Auch wenn die so gesehen nicht allzu viel bringen. Und, was brauchen wir da? Ach, wir könnten mal wieder eine Axt bauen. So, dann haben wir auch wieder die Axt. Das heißt, wir müssten theoretisch... Hallöchen, kommt ihr denn her? Wir müssten theoretisch entweder hier hinten entlang bauen, unter unser Haus, was allerdings wahrscheinlich nicht gehen wird, oder weiter in diese Richtung und uns dort einen Schleimchunk ausheben. Aber ob wir das eben mit Hilfe dieses, ja, dieser Anzeigeaktion hier machen von Resen Minimap oder wie das dann vonstatten gehen soll, das müsstet ihr dann mal eventuell auch in den Kommentaren entscheiden. Das überlasse ich da euch, da bin ich relativ offen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Und wenn doch, wartet ein wenig Arbeit auf uns. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich das Ganze dann nicht offscreen aushebe. Weil das könnte unter Umständen dann doch ein bisschen langweilig werden. Aber auch das könnt alles ihr entscheiden. Ich buddel mich jetzt erstmal hier ein bisschen rein. Mit dem Hintergrund, ja, dass wir hier ein bisschen mehr Platz bekommen. Ich will noch nicht mal hier jetzt den Schleimchunk ausheben, sondern einfach nur mehr Platz in der Ecke haben. So. Cobblestone haben wir hier. Hep und hep. Und machen wir die Fackeln hier hin. So. Und hep. Da eine Fackel und Moment. Da eine Fackel. Ja, nee, so geht das irgendwie nicht, ne? Gut, dann machen wir hier noch eine in die Mitte. Damit es nicht ganz so schäbig aussieht. So. Kann die Fackel weg. Die braucht ja dann kein Mensch. Ui, Justus Maria. Also ich höre die ja immer grölen, aber hier ist ja richtig Monster-Party. Ja. So. Wow, der hat einen Eisenhelm verloren. Ach, wie cool. Leute, das ist ja richtig krass. Ach, wie cool.
Das hatte ich ja ganz verdrängt. Dass die Monster ja dann auch kleine Sachen fallen lassen. Ach, wie krass. Ach, wie krass. So, und hier wäre dann wahrscheinlich ein Slime-Chunk drunter. Naja. Das ist eure Entscheidung. Da bin ich relativ offen. Wie ihr das haben mögt. Ach, sind die schon wieder runtergefallen? Juhu! Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Experience Farm funktioniert. Ist doch ein Träumchen. Dauert zwar eine ganze Ecke, um da auf ein gescheites Level zu kommen, aber ich kann mich nicht beschweren. Die lassen hier Sachen droppen. Das ist unglaublich, ein Eisenschwert. Wie cool. Ja, ist halt noch ein sehr positiver Nebeneffekt. Die lassen sehr interessante Sachen dabei fallen. An denen wir uns definitiv noch mit bereichern können. Also, ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht. Gut, dann bauen wir gerade hier noch aus. Ja, ich wollte eigentlich nur 15... Ja, das war intelligent. Ich wollte jetzt eigentlich nur 15 Minuten aufnehmen, aber die haben wir schon wieder lange überschritten. Ach egal, machen wir eine halbe Stunde draus. Den Upload interessiert das sowieso nicht wirklich. Der wird wahrscheinlich noch seine 2-3 Stunden dauern. Hoffentlich ist er fertig, bis ich weg muss. Und ja, ich muss schon wieder weg heute. Das ist nämlich ein wenig ätzend mit dem Upload dann immer. Weil ich kann ja meinen PC nicht anlassen, weil ich dann bis morgen erstmal nicht heimkomme. Ja, und da wollte ich den nicht unbedingt über Nacht laufen lassen. So, eine Fackel werden wir auch noch hier hinhängen. Kann die da hinten weg? Boah, meine Herren. Moment mal, ja, Wunder, was hier los ist, ey. Aber während wir hier unten ausbauen, kann man da immer wieder schön dran gehen. Und die andere Seite ist natürlich... Oh, ist jetzt hier unten was gespawnt? Auch nicht schlecht. Ist natürlich auch, dass wir die ganzen Zombie-Händchen bekommen. Mit denen wir dann eventuell, wer weiß, wie das mit dem nächsten Update aussieht, wann das kommt, ob das kommt, wie das kommt, mit dem wir dann sogar handeln können. Weil Zombie-Händchen brauchen wir eigentlich nicht. Die könnten wir eventuell für Hunde gebrauchen, ja, um die zu heilen, aber Hunde habe ich ja jetzt nur hier irgendwie nicht, ne? Also ich habe zumindest noch keinen Hund gesehen hier auf der Map. Von daher... Und tschüss, da war die Spitzhacke weg. So, ihr seid noch alle da oben. Na gut. Aber die machen einen Krach, die Kerle. Boah. Da ist doch wieder einer. Da, zwei. Was ein Träumchen. Sehr schön. Können wir uns ja eigentlich bei Gelegenheit auch noch, wenn die Materialien da sind, einen Dispenser hier neben hinstellen, der uns dann immer Schwerter und so weiter ausspuckt. Oh, da habe ich Ideen. Ideen habe ich da, Leute. Ideen habe ich da. So, 1, 2, 3, 4. 2. Ach, da noch ein. So, das sind dann 4 an der Seite. So. Und hier nochmal und da nochmal reingehackt. Och, du lieber Himmel. So, jetzt muss ich erstmal eine Fackel hier hinstellen. Na, wieder jemand da. Ach, was ein Träumchen. Leute, ich finde das so schön, dass ihr alle runterkommt, euch von mir zerschlagen zu lassen. Das ist so toll. Dankeschön. Ich bin über jeden Erfahrungspunkt von euch froh. Ach, da kommt noch einer. Wie schön. Ach, zwei Stück sogar. Das ist ja... Willkommen zu unserer heutigen Talkshow. Brigitte, die olle Nippel. Das andere sage ich jetzt nicht. Da wäre mir ja fast was rausgerutscht. Aber ich möchte hier... ein wenig auf angemessenem Niveau bleiben. So, irgendwie. Ja, ihr wisst schon. Ich versuche es zumindest. Dann buddeln wir hier hinten noch lang. Ich brauche nämlich... Also ich will das Eisen da unbedingt noch mitnehmen. Ach, das war ja klar. Auf die letzten Meter geht diese dämliche Schaufel wieder kaputt. Na komm her. Geh kaputt. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Oh, kennt das jemand von euch noch das Lied? Von, oh, wie hieß der? Der Mike Krüger mit seinem Der Nippel-Song. Ich weiß nicht.
Hieß der Song der Nippel? Auf jeden Fall. Ja, Nippel halt, ne? Also der Song heißt Nippel. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Ich bin einigermaßen anständig. Ob ihr es glaubt oder nicht. Wieso habe ich da eigentlich... Bin ich eigentlich blöd? Was treibe ich eigentlich den lieben langen Tag? Ich frage es mich ja immer wieder. Das war dumm. Cobblestone brauchen wir ja nicht unbedingt zu verschwenden. Dahin. Nein, so passt das nicht. Moment. Ja, was baue ich hier eigentlich? Na! Moment, stimmt das wieder? Da, das heißt, das Teil muss dahin. So. Und hier muss das da rein. So. Hier kommt eine Fackel hin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da kommt eine Fackel hin. So. Jetzt sollten wir wieder auf dem grünen Zweig sein. Der Schaufel, der Schaufel. El Schaufel. Ja, um die Zombies kümmern wir uns gleich. Ich will jetzt nur hier unbedingt noch gerade den Kram fertig machen. Damit wir hier endlich einigermaßen... Ach, jetzt muss ich den nächsten Stack noch anfangen. Was ein Müll. Ach, ja. Naja, was soll's. Die zwei sind nicht weiter schlimm. So. Die da oben tanzen auf den Druckplatten rum, wie die Irren. Aber das finde ich cool, dass die Monster mittlerweile selten, aber dennoch Sachen droppen lassen, wie eben Eisenhelme und Schwerter und Co. Das finde ich richtig cool. So. Der spawnt jetzt auch relativ regelmäßig da oben. Zwar nicht so regelmäßig, wie er sollte. Anscheinend wurde die Spawnrate ein bisschen runtergestellt, was das betrifft. Oder zumindest an die Lichtlevel angeglichen. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wild. So, dann machen wir uns gerade noch hier unten das Ding fertig. Denn ich möchte ja keine halbfertigen Sachen hier stehen lassen. Ja, wieso eine Experience-Farm und keine Monsterfalle, also keine richtige mit automatischer Verbrennungsfunktion. Ja, eine Monsterfalle mit automatischer Verbrennungsfunktion hat zum einen den Nachteil, dass sie tierisch viel Arbeit beinhaltet, bis die endlich mal fertiggestellt ist. Und zum anderen gewinnen wir dadurch keine Erfahrung. Erfahrungspunkte bekommen wir nur, wenn wir die Viecher wirklich killen. Und somit schlagen wir halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir kriegen die Dinger, die die fallen lassen, und wir kriegen Erfahrungspunkte. Ja, und ich glaube, dass die Drops wie Eisenhelme und Co. teilweise auch nicht zustande kommen würden, wenn wir die Viecher nicht selbst killen. Die sind übrigens schon mittlerweile Level 19, möchte ich mal bemerken. Und das bisschen Brot, was wir da jetzt dann für brauchen, um immer wieder fit zu bleiben, das ist ja jetzt auch nicht weiter der Rede wert. Also da gibt's Schlimmeres. Dafür haben wir eine riesige Farm da oben hängen, die uns ständig tausende Brote per Haushand, Tod, Teufel, Gedöns liefert. Also da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen zu machen. Was natürlich wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller gewesen wäre, wäre ein Skelett-Spawner dazu zu benutzen. Weil dann natürlich auch gleich der Nebeneffekt da ist, dass wir die Sachen, die fallen lassen, auch gebrauchen können. Aber es hat sich halt jetzt so angeboten und Experience ist auch definitiv nicht übel. Vor allem, falls wir mal drauf gehen sollten. Der hampelt doch noch einer da rum. Ja, du siehst mich? Ja, du siehst mich? Dann renn da rein. Und der fällt runter. Na, fällt er nicht. Schade. Was man noch hätte machen können, wäre vielleicht die Leitern
Dann würde das in der Mitte runterfallen. Auch dämlich. Also ich bin momentan noch so ein bisschen am überlegen, wie man das Teil optimieren könnte. Ich war also so langsam hört sich das so ein bisschen an, als ob die gleich hier neben durchbrechen. Na kommt mal alle gefälligst hier runter. Ob man nicht eventuell da hinten, wo sie jetzt runterfallen, eine Leiter links an die Wand, eine Leiter rechts an die Wand und einen da hinten halt in die Mitte gesetzt hätte setzen können. Allerdings hätte das wahrscheinlich den gleichen Effekt gehabt, wie wenn wir eben die Leitern an eine Wand setzen. Von daher eher wenig sinnig. Was wir aber auch noch tun könnten, um hier unten ein bisschen Licht reinzukriegen, wäre, hier unten eine indirekte Beleuchtung zu setzen. Dann haben wir hier Licht, aber da oben wird nicht weiter so viel beeinflusst davon. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir dann hier die Fackeln wegmachen. Hier ein bisschen dunkler machen. Ich weiß nicht, ob das die Spawnrate eventuell erhöht. Oh, da war das Schwert weg. Wir sollten uns vielleicht auch gleich noch hier unten die Werkbank hin platzieren. Damit wir eben kein Holz mehr haben. Naja, Leute. Macht ihr nur. Das Steinschwert, das Eisenschwert ist mir dafür jetzt echt zu schade. Um das dafür zu verballern. Deswegen rennen wir jetzt gerade nochmal rüber in den Keller. Wobei ich am überlegen bin, ob wir da nicht vielleicht auch irgendwie einen Gang unten lang machen könnten. Was theoretisch gesehen funktionieren müsste. Wir sind hier auf Level 78. Müsste theoretisch gesehen gehen. Naja, das muss man dann mal testen. Wieso bin ich eigentlich hier unten hingerannt? Egal, liefern wir erstmal die Eimer ab. Die helfenden, rottenden, verrottenden Zombie-Händchen. Moment. Das Eisenerz kommt hier rein. Wo war das denn da? Die Kohle auch. Der Rest kommt alles oben rein. Und hepp. Ich glaube sogar, dass es mittlerweile so eingestellt ist, dass nicht mehr als 5 Zombies bzw. 5 der gespawnten Viecher gleichzeitig da sein können. Bin ich mir aber nicht sicher, da kann ich mich durchaus definitiv noch irren. Das weiß ich nicht so genau. Gut, das kloppen wir hier rein. Druckplatten auch mal, die Leiter. Boah, und wir müssen dringendst Holz hacken. Ich werde mich jetzt auch dann nachher nochmal schlau machen, wo wir als nächstes, oh, das war nicht doof, das war nicht gut, wo wir als nächstes ein paar, na, nur sag schon, Federn herbekommen. Damit wir uns die Pfeile bauen können. Damit wir damit mal wieder ein bisschen mehr Unfrieden stiften können. So, Moment. Noch 2 Steinäxte. Denn da brauchen wir jetzt wirklich nichts weiter zu verschwenden. Und dann gehen wir nochmal runter. Ein paar Zombies klatschen. Hat ein bisschen was von Resident Evil. Mit Ausnahme dessen, dass die Viecher hier runterspringen. Ach ja. Ist ja interessant. Das heißt, sofern wir nicht da sind, verschwinden die wohl auch wieder. Hallo Zombie. Hallo Zombie. Hallo Zombie. Und da gleitet wieder einer hinein. Juhu. In den Tod. Haha. Und auf die Fresse. Ja, ihr könntet aber ruhig mal wieder was Neues fallen lassen, Leute. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie mal wieder einen Helm oder sowas fallen lassen. Naja. Aber ich kann mich nicht beschweren.
Es funktioniert einwandfrei, das Teil. Naja, okay, fast einwandfrei. Ich hätte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen tiefer ziehen müssen, dass die Zombies womöglich unter dem Spawner durchpassen. Okay, und eventuell da hinten noch was in die Ecke zum Optimieren rein, genauso wie da. Das müsste man dann eventuell auch mal testen. Aber ich frage mich momentan, wieso die Zombies einem nicht folgen. Creeper folgen einem ja auch, wenn sie einen durch Glas gesehen haben. Deswegen irritiert mich das derzeit ein bisschen. Nee, sie wollen nicht. Okay, im Sinne des Zombie-Spawners, den wir jetzt übrigens auch gerne aus der Liste hier removen können. Denn ich hätte gern einen neuen Wegpunkt, der sich da nennt. Moment, ich muss mal kurz gucken. Unser Lager ist auf der Seite hier. Das heißt, wir müssten theoretisch gesehen hier irgendwo rauskommen. Wegpunkt at Experience. Nein, Experience Farm Bot. Nein, Entschuldigung. Experience China Farm Bot. Na, wer versteht die Anspielung? Gut, ansonsten läuft das hier wunderbar. Ein bisschen optimieren, okay, gebe ich zu. Müsste man eventuell nochmal offscreen testen, was man hier noch machen könnte. Aber ansonsten läuft das doch einigermaßen. Wir sind jetzt mittlerweile immerhin Level 19. Dafür, dass wir nichts weiter gemacht haben. Und da kann man sich doch eigentlich so nicht unbedingt beschweren. Gut, die helfenden Händchen. Ach, das können wir eigentlich alles im Inventar behalten. Das ist nicht weiter schlimm. Okay, ansonsten brauchen wir nichts mehr. Was wir noch machen könnten, wäre... Das ist mir nämlich noch ein Dorn im Auge. Ah, mein Auge! Ah! Ne, ihr wisst schon, Dorn im Auge und so. Naja. Die Grafikbugs da oben, die gehen irgendwie nicht weg. Keine Ahnung, was man dagegen machen kann. Ja. Macht nicht viel anders, mit Ausnahme, dass es nicht mehr ganz so dunkel ist in der Ecke. Naja. Viel getan hat sich herzlich wenig. Naja gut, was will man machen? Geht nun mal nicht anders, geht nun mal nicht anders, dann müssen wir damit leben. Ach, die Zombies sind wohl alle unten. Sehr schön. Ja, dann machen wir noch Zombie-Klatschen und dann verabschiede ich mich auch schon mal. Komm her, ich töte dich. Dann verabschiede ich mich bis in die nächste Aufnahme. Bis denn, tschüssili. Komm her, ich töte dich.